Der Titel der Predigt heute lautet: Führe uns nicht in Versuchung. Führe uns nicht in Versuchung. Wie wir ja gesehen haben und gehört haben bereits in der Kurzpredigt von Herrn Michael Link, haben wir heute den letzten Tag der ungesäuerten Brote zu halten. Und diese ganze Zeitspanne der Tage der ungesäuerten Brote erinnert uns ja daran, dass wir aus der Sünde herauskommen sollen und dass wir ein sündenloses Leben führen sollen, nicht nur während der Tage der ungesäuerten Brote, sondern natürlich während unseres gesamten christlichen Lebens. Nun hat Christus etwas sehr Interessantes gesagt in Matthäus Kapitel 6. Schlagen wir einmal Matthäus Kapitel 6 auf und in Vers 13, das ist das sogenannte Vaterunser, nicht unbedingt ein Gebet, das wir so wortwörtlich immer wieder nachsprechen sollen. Es war mehr so eine Zusammenfassung von Themen, die er uns mitgeteilt hat, die wir in unseren Gebeten verwenden sollen. Und er sagte unter anderem in Matthäus Kapitel 6 und in Vers 13, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also Christus sagt, so sollt ihr beten, nach dieser Zusammenfassung sozusagen, wir sollen also zu Gott beten und sagen, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Nun, das ist eigentlich eine sehr merkwürdige Formulierung. Denn wir wissen ja, dass uns Gott niemals in Versuchung führt. Schauen wir uns dies in Jakobus Kapitel 1 an. Jakobus Kapitel 1 und in Vers 13. Jakobus Kapitel 1 und Vers 13. Da lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Also wir lesen hier, dass Gott niemanden versucht. Wie kann er dann überhaupt jemanden in Versuchung führen und warum sollen wir beten, dass Gott uns nicht in Versuchung führen soll, wenn wir wissen, dass er uns nicht versucht? Also hier liegt offensichtlich ein Problem vor, was, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, darin besteht, dass die Übersetzung wiederum eine sehr unglückliche ist. Zunächst einmal ist es richtig, dass Gott erlaubt, dass wir in Situationen kommen mögen, die eine Versuchung darstellen könnten, zu sündigen. Er erlaubt dies. Er versucht uns nicht in der Weise, dass er uns in eine solche Situation führt. Im Gegenteil, er will, dass wir erst gar nicht in eine solche Situation kommen. Aber er erlaubt es, dass wir aufgrund unserer eigenen Fehler, aufgrund unserer eigenen falschen Entscheidungen, denn wir haben ja freie Entscheidungsgewalt, in eine solche Situation kommen könnten. Und deswegen sagt uns Christus, dass wir zu Gott, dem Vater, beten sollen und ihn fragen sollen und ihn darum bitten sollen, dass er es eben nicht erlaubt, dass wir in eine Situation gelangen, die uns zur Sünde verführen kann. Die Bibel ist voll von Ermahnungen, dass wir uns alle bemühen müssen, erst gar nicht in eine solche Situation hineinzugelangen. Schauen wir uns zunächst einmal 1. Thessaloniker an, Kapitel 5. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und Vers 22. 1. Thessaloniker, Kapitel 5 und Vers 22. Da sagt uns Paulus schlicht und ergreifend, meidet das Böse in jeder Gestalt. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Also was auch immer böse ist, soll von uns gemieden werden. Einige Übersetzungen haben sogar, meidet sogar den Anschein des Bösen. Wir sollen also noch nicht einmal in Situationen uns befinden, wo Menschen meinen könnten, wir würden etwas Böses tun. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Schauen wir uns auch 1. Korinther Kapitel 6 an. 1. Korinther Kapitel 6 und in Vers 18. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 18. Flieht die Hurerei. Wir haben die Sünden der Hurerei und des Ehebruchs. Ehebruch wird begangen von jemandem, der verheiratet ist oder aber der einen sexuellen Verkehr betreibt mit jemandem, der verheiratet ist.
zwei unverheiratete Menschen, die aber sexuell miteinander verkehren, betreiben Hurerei. Und Paulus sagt, flieht die Hurerei, habt nichts damit zu tun, meidet das Böse, flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe, weil er ja, wie er vorher gesagt hat, ein Leib wird mit der Hure oder dem Hurer. Und so sollen wir also hier das Böse in jeder Gestalt meiden, inklusive die Hurerei. Nun sagt uns Jakobus, was geschieht, wenn wir sündigen. Jakobus Kapitel 1. Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Er hatte gerade gesagt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht wird. Sondern, Vers 14, ein jeder, der versucht wird, der wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Seine eigenen Begierden erzeugen diese Versuchung. Danach, Vers 15, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Es wird hier ein Prozess dargestellt, der mit der Versuchung beginnt. Man gibt seinen Begierden nach, man lebt dann diese Begierden aus, begeht Sünde. Und wenn die Sünde nicht bereut wird, führt sie zum ewigen Tod. Wir sündigen also, wenn wir unwillens sind oder nicht in der Lage zu sein scheinen, unserer eigenen Begierde zu widerstehen. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 26, Matthäus Kapitel 26, die Verse, oder den Vers 41 zunächst einmal. Matthäus Kapitel 26 und Vers 41. Das war ein Ausspruch Jesu Christi im Garten Gethsemane, kurz vor seiner Verhaftung. Er wusste genau, was ihm bevorstand. Er hat mehrere Male gebetet. Und zwar eine Stunde lang jeweils zum Vater, dass er nicht diese schreckliche Prüfung durchmachen müsste. Und er kommt zurück zu den Aposteln, denen er gesagt hatte, die sollten mit ihm beten und die sind aber eingeschlafen. Die waren nicht willens, nicht in der Lage, wach zu bleiben und zu beten. Und er sagt zu denen in Vers 41, wachet und betet, dass ihr nicht, ihr, die Apostel, nicht in Anfechtung fallt. Oder wie es auch übersetzt werden kann, in Versuchung fällt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und alle haben dieser Versuchung, in die sie dann fallen würden, unterlegen. Petrus hat sogar sein Schwert gezogen, um diesen Knecht scheinbar umzubringen, hat nur sein Ohr abgeschlagen. Alle anderen sind geflohen, alle anderen haben ihn verlassen. Christus wusste das. Der Geist war willig. Petrus hat gesagt, aber ich werde dich niemals verleugnen. Aber Jesus wusste, dass er ihn dreimal verleugnen würde. Er wusste, dass das Fleisch schwach war. Und so sagt er uns, wachet und betet, dass ihr eben nicht in eine solche Versuchung fallt, die dann dazu führt, dass ihr sündigt. In 1. Timotheus Kapitel 6. Wir hatten in der Kurzpredigt über Gebet gehört. Wir hatten auch über Bibelstudium gehört. Wie viele von uns nehmen das ernst? Wie viele von uns beten täglich? Wie viele von uns studieren die Bibel täglich? Oder meinen wir das nicht brauchen, dass wir genug Kraft haben, um den Versuchungen zu widerstehen? 1. Timotheus, Kapitel 6 und Vers 9. Die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Auch hier wird uns also gesagt, dass wir aufpassen müssen. Der nächste Vers ist auch sehr wichtig, Vers 10. Die Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Vers 11. Aber du, Gottesmensch, fliehe das. Meide das Böse in jeder Gestalt, fliehe die Hurerei, fliehe die Unzucht, fliehe den Drang der Geldgier und jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld und der Sanftmut. Schauen wir uns auch Galater Kapitel 6 an. Galater Kapitel 6.
Und Vers 1. Eine weitere wichtige Stelle, die sich auf unser christliches Leben bezieht. Galater Kapitel 6 und Vers 1. Liebe Brüder, liebe Geschwister, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, sei es jemand, der gefehlt hat, der gesündigt hat, der vielleicht geschlittert ist in Probleme hinein, wenn der von einer solchen Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist, ihr, die ihr geistlich seid. Mit sanftmütigem Geist. Nicht mit der Idee, dass man den jetzt verurteilen muss, verdammen muss, sondern mit sanftmütigem Geist soll man ihm zurechthelfen. Und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Wie? Nun dadurch, dass man meint, solch einen Fehler würde man ja nie begehen können. Wir sind ja weitaus besser dran, weitaus gerechter, weitaus eigenständiger als dieser Mensch hier, der von dieser Verfehlung übereilt wurde. So sagt Paulus, tut es mit sanftmütigem Geist, aber seht auch zu, dass ihr nicht selbst versucht werdet in diesem Prozess. Auch darauf ist es abzustellen, dass wir eben aufpassen, dass wir uns nicht durch unsere eigenen Begierden, unsere eigenen Gelüste, unsere eigenen in unserem natürlichen Maße beschränkten Qualifikationen versucht lassen und versuchen lassen. Im 1. Thessalonikerbrief, 1. Thessaloniker im 3. Kapitel wird noch mehr gesagt über den Urheber unserer Versuchungen. Wir wissen, es ist nicht Gott. Gott kann nicht versucht werden und Gott kann auch niemanden versuchen. Unsere eigenen Begierden versuchen uns zur Sünde. Aber es gibt auch jemand anderen, der uns zur Sünde versucht. In 1. Thessaloniker, Kapitel 3 und Vers 5. Da heißt es, da sagt Paulus zu den Christen in Thessalonik: Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn, die Rede ist von Timotheus, gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Paulus war sich im Klaren darüber, dass der Versucher, Satan, der Teufel, da war, um in diesem Fall die Christen in Thessalonik zu versuchen, um sie vom Glauben abzubringen, sodass letztendlich die Arbeit des Paulus und seiner Mithelfer vergeblich werden könnte. Und er wollte erfahren, ob dies in der Tat der Fall war. Und so wird also hier Satan, der Teufel, als der Versucher beschrieben. Und er ist es in der Tat. Er ist es, der da ist, um uns zu versuchen, zu sündigen. Gott versucht uns nicht. Wie wir noch sehen werden, Gott prüft uns. Er prüft uns, damit wir nicht sündigen. Satan ist der Versucher, der will, dass wir sündigen. Darin besteht der Unterschied. 1. Korinther Kapitel 7. 1. Korinther 7 und Vers 5. 1. Korinther 7 und Vers 5. Es geht hier um die Eheverpflichtung. Paulus sagt hier: Entziehe sich nicht eins dem anderen. Es sei denn eine Zeit lang, wenn beide es wollen, damit ihr zum Beten Ruhe habt. Und dann kommt wieder zusammen. Wovon spricht er hier? Er spricht von dem ehelichen Geschlechtsverkehr. Und er sagt hier, man solle sich nicht einander entziehen. Es sei denn, wenn beide es wollen, um Zeit zum Beten zu haben. Nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, um Zeit zum Beten zu haben. Und dann kommt aber wieder zusammen. Schauen Sie, was hier steht. Damit euch der Satan nicht versucht, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Inwieweit würde Satan jemanden hier versuchen? Nun, dadurch, dass er versucht wird, woanders das zu finden, was er in der Ehe nicht finden kann. Nun, das bedeutet noch lange nicht, dass derjenige, der Ehebruch dann begeht, unschuldig ist. Aber gleichwohl wird hier deutlich gemacht, dass derjenige, der nicht seinen Eheverpflichtungen nachkommt, nicht schuldlos ist. Also hier wird auch wiederum davor gewarnt, dass man dem Satan, dem Versucher, nicht solche Zugeständnisse macht, dass er in der Tat hier eingreifen kann, um jemanden zur Sünde zu versuchen. In Matthäus Kapitel 4,
wird deutlich, dass Jesus Christus von Satan, dem Teufel, versucht wurde. Der Teufel kam zu Christus, um ihn zu versuchen, zu sündigen. In Matthäus Kapitel 4 und Vers 3, nachdem also Jesus Christus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da heißt es in Vers 3, und der Versucher trat zu ihm. Wiederum Satan, der Teufel, der Versucher. Der trat zu ihm und er sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Und natürlich hat Jesus Christus dem Versucher widerstanden. Er hat nicht der Idee nachgegeben, dass er das jetzt tun könnte. Damit hätte er in der Tat Gott in Anführungszeichen versucht. Nun, auch das ist eine schlechte Übersetzung, da werden wir gleich noch zu sprechen kommen, denn Gott kann ja nicht versucht werden. Aber Christus hätte gleichwohl etwas getan, was nicht richtig gewesen wäre. Aber der Versucher wollte das. Er wollte eben, dass Christus so handelt. Und nachdem der Teufel Christus versucht hatte in der Wüste, dann hat er sich von ihm zunächst einmal entfernt. Aber das heißt jetzt nicht, dass er ihn nicht nachher weiter versucht hätte. Und so lesen wir auch in Lukas Kapitel 4 und Vers 13, dass der Teufel Jesus Christus ein ganzes Leben hindurch versucht hat, bis zu seinem Tode. In Lukas Kapitel 4 und Vers 13. Das war die erste Gelegenheit, die er jetzt hatte, nachdem Christus getauft worden war. Aber er würde nicht aufgeben. Satan gibt niemals auf. Und so lesen wir in Lukas Kapitel 4 und Vers 13. Und der Teufel, oder als der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, alle Versuchungen, die er zu dem damaligen Zeitpunkt vollenden wollte, da wich er von ihm eine Zeit lang, für einen Augenblick. Andere Übersetzungen haben hier, da wich er von ihm, bis eine neue Gelegenheit sich bot. Satan gibt niemals auf. Satan ist der brüllende Löwe, der herumgeht und sucht, wen er verschlingen kann. Und wir müssen das begreifen, dass wir, wenn wir einmal Satan überwunden haben, das noch lange nicht bedeutet, dass wir dann gefeit sind gegen ihn. Aber nicht nur Satan verführt uns zur Sünde, versucht uns zur Sünde, nicht nur unsere eigenen Begierden versuchen uns zur Sünde. Schauen wir uns auch an, wer uns noch versucht. Matthäus Kapitel 16 und Vers 1. Matthäus Kapitel 16 und Vers 1. Da traten die Pharisäer und Sadduzäer zu ihm. Die versuchten ihn und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen. Also die versuchten ihn jetzt dadurch, indem sie sagten, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann zeig uns mal deine Macht. Dann zeig uns mal ein Zeichen vom Himmel. Und viele heute wollen Zeichen vom Himmel sehen, die wollen Wunder wirken, die wollen sehen, dass Wunder gebracht werden, die wollen sehen, dass jemand wirklich von Gott kommt, weil er eben Wunder tun kann. Das heißt über Johannes den Täufer, es gab keinen Menschen, der größer war als er. Und Johannes der Täufer tat kein einziges Wunder. Darauf kommt es nicht an, ob jemand Wunder wirken kann. Es kommt darauf an, ob Gottes Geist in einem solchen Menschen lebt. Und Christus hatte dies klar erkannt. Aber er wurde jetzt versucht von den Pharisäern, ein Zeichen zu wirken, ein Wunder zu tun. Und hat das natürlich total abgelehnt. In Matthäus Kapitel 22 und Vers 18 lesen wir wiederum, wie er von den Pharisäern und den anderen Schriftgelehrten und so weiter versucht wurde. Matthäus Kapitel 22 und lesen wir in Vers 15. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn in seinen Worten fangen könnten. Die wollten also jetzt ihn dazu verführen, etwas zu sagen, was sie dann gebrauchen könnten, um ihn anzuklagen. Christus verstand dies. Und so sagt er hier in Vers 18, als nun Jesus ihre Bosheit merkte, da sprach er, ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Er hat da ganz klar gesagt, was er von denen hielt. Die waren Heuchler. Die haben das so getan, um ihn zur Sünde zu versuchen. Also wir sehen nicht nur unsere eigenen Begierden, nicht nur Satan der Teufel, sondern auch die Gesellschaft um uns herum. Die Menschen dieser Welt, die Freunde in Anführungszeichen, können uns versuchen zu sündigen. Und wir müssen Acht geben, dass wir solchen Versuchungen nicht nachgeben. Gott hingegen versucht uns nicht, aber Gott prüft uns. Er stellt uns auf die Probe. Der Grund ist, dass er uns hilft,
uns selbst zu erkennen, sodass wir nicht sündigen. Nun, manchmal können diese Proben sehr schwierig sein. Und so sagen einige auch, als Christus hier uns sagt, zu Gott zu beten, führe uns nicht in Versuchung, dass eine bessere Übersetzung, eine weitaus bessere Übersetzung wäre, gib uns nicht zu schwere Prüfungen. Der Grund ist, dass das Wort im Griechischen für Versuchung, das ist das Wort Peirasmos. Und das Wort für Versuchen ist das Wort Peirazo. Und dieses Wort kann aber auch Prüfung bedeuten und prüfen und testen oder auf die Probe stellen. Und das gleiche ist für das hebräische Wort im Alten Testament, Massa für Versuchung und Nasa für Versuchen. Auch das Wort kann Probe bedeuten, Test, prüfen und testen. Es kommt also jetzt wiederum auf den Übersetzer an, welches Wort er jetzt gebraucht. Das Wort im Griechischen, das Wort im Hebräischen ist das gleiche. Und da wir nun wissen, dass Gott niemanden versucht, so wissen wir, dass jedes Mal, wenn das Wort sich auf Gott bezieht, das Wort nicht versuchen heißen kann, sondern es muss eben dann prüfen bedeuten oder testen. Und wenn Gott jemanden in Anführungszeichen versucht, wissen wir, dass das eine Falschübersetzung ist. Es muss dann heißen, Gott stellt einen auf die Probe. Gott prüft einen, denn Jakobus sagt ja, Gott versucht niemanden. Christus sagt uns also, wir sollen den Vater bitten, dass er uns keine zu schweren Prüfungen, zu schwere Tests auferlegt. Tests, die zu schwer für uns sind. Und Jeremia hat das begriffen. Schauen wir uns einmal an in Jeremia Kapitel 10 und in Vers 24, was er betet, wie er zu Gott betet. Jeremia Kapitel 10 und Vers 24. Jeremia Kapitel 10 und Vers 24. Er sagt, züchtige mich, Herr, doch mit Maßen und nicht in deinem Grimm, auf dass du mich nicht ganz zunichte machst. Er wollte keineswegs der Züchtigung Gottes entgehen, wenn er die nötig hatte, aber er bittet Gott um seine Barmherzigkeit, dass er ihn nicht in seinem Grimm züchtigt, denn das könnte eine viel zu schwere Prüfung werden. Und David hat das auch gesehen. In Psalm 6, schauen wir uns Psalm 6 an und in Vers 2. Psalm 6 und Vers 2. Da sagt er, ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Also er sagt nicht, strafe mich nicht überhaupt nicht, sondern strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Und eine Parallelstelle findet sich im Psalm 38 und Vers 2, wo er das Gleiche sagt. Wir sollen keineswegs versuchen, Prüfungen oder Züchtigungen, die von Gott kommt, zu entgehen. Denn Gott prüft uns zu unserem Besten. Und so lesen wir in Psalm 26 und in Vers 3. Psalm 26 und Vers 3. Er sagt, deine Güte ist mir vor Augen, ich wandle in deiner Wahrheit. Worin besteht seine Güte? Nun schauen wir uns Vers 2 an. Prüfe mich, Herr, sagt David, prüfe mich, Herr, erprobe mich, erforsche meine Nieren und mein Herz. Also David wollte, dass Gott ihn prüft. Er wollte, dass er ihn auf die Probe stellt. Er wollte, dass Gott ihm zeigen würde, wo er sich verbessern müsste. Er wollte keineswegs der Prüfung, dem Test, entgehen. Aber was er nicht wollte, ist, dass Gott ihn in seinem Zorn, in seinem Grimm straft. Das wäre vielleicht eine zu harte Prüfung geworden. Aber gleichwohl muss uns Gott prüfen. Also wir sollten nicht beten, wenn es heißt, führe mich nicht in Versuchung. Wie wir jetzt wissen, ist das eine unglückliche Übersetzung sowieso. Wir sollten nicht beten, ach Gott, gib mir keine Prüfung. Lass mich so leben, wie ich bin. Darum geht es nicht. Schauen Sie, Gott hat seine Heiligen immer geprüft. In 1. Mose Kapitel 22. 1. Mose Kapitel 22 und in Vers 1.
Da heißt es nach diesen Geschichten, und Luther hat übersetzt, versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm. Abraham, und er antwortete, hier bin ich, und dann wird natürlich hier dem Abraham gesagt, dass er seinen eigenen Sohn Isaak opfern solle. Nun, das war ein Test. Gott hatte niemals vorgehabt, dass Abraham wirklich seinen Sohn opfert, aber er wollte sehen, wie sehr Abraham willens war, Gott zu gehorchen. Aber zurückkehren zu 1. Mose 22, Vers 1, es muss natürlich nicht so übersetzt sein, das ist total verkehrt. Das heißt nicht, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham, weil Gott niemanden versucht. Es muss ja heißen, nach diesen Geschichten stellte Gott Abraham auf die Probe und sprach zu ihm. Aber er tat dies, damit Abraham nicht sündigte. Es war nicht der Grund, dass er jetzt den Abraham in eine Versuchung führte, damit er sündigen sollte. Das wäre die Motivation von Satan gewesen, das war nicht die Motivation von Gott. Und schauen wir uns nun im Neuen Testament an, in Hebräer Kapitel 11, was uns Paulus hierzu sagt, zu dieser Probe. Hebräer Kapitel 11 und Vers 17. Hebräer Kapitel 11 und Vers 17. Gott wollte wissen, ob Abraham willens war, ihnen allen zu gehorchen. Ob er willens war, alles aufzugeben, was er hatte, um Gott zu gehorchen. Und Gott sah in Abraham, dass er willens war, dies zu tun. Und deswegen wurde er der Vater aller Gläubigen im geistlichen Sinne. Ein Glaube, den Abraham hatte, den auch wir haben sollten. Und fragen wir uns, wären wir bereit gewesen, eine solche Prüfung durchzumachen? In Hebräer Kapitel 11 wird aber gezeigt, warum Abraham in der Lage war, dies zu tun. Hebräer Kapitel 11 und Vers 17. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak. Er opferte ihn nicht wirklich. Er hat ihn ja nicht getötet, aber er war bereit, ihn aufzugeben. Durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er, und da heißt es auch wiederum, versucht wurde, falsch. Als er auf die Probe gestellt wurde, als Gott ihn prüfte. Und er gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Vers 19, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Schauen Sie, er wusste, dass Gott nicht lügen kann. Er wusste, dass Gott bereits das Versprechen abgegeben hatte, dass durch Isaak Nachkommen gezeugt werden würden, zu einem Zeitpunkt, wo noch keine Nachkommen vorhanden waren. Er wusste also, dass Gott, wenn er wirklich den Isaak töten würde, Abraham, Gott ihn wieder auferwecken müsste, um sein Versprechen erfüllen zu können. Dazu gehört Glauben. Und Abraham war willens, diesem Glauben gemäß zu leben. Und Abraham hat diesen Test, den Gott ihm gab, bestanden. Wir lesen vielfach, dass uns Gott testet, auf die Probe stellt. Jesus tat dies mit dem Apostel Philippus in Johannes Kapitel 6. Nun, leider hat hier wiederum der Philippus den Test damals nicht bestanden. Aber Christus wollte keineswegs, dass Philippus den Test nicht bestand. Er wollte, dass er den Test besteht. Und so prüft uns auch heute Gott und sieht, ob wir die Prüfungen bestehen. Und wenn wir sie nicht bestehen, wird Gott die Prüfungen wiederholen, solange bis wir sie bestehen. Wenn wir meinen, wir könnten seinen Prüfungen dadurch entgehen, dass wir also einfach zunächst einmal eine Prüfung nicht durchmachen, seien wir versichert, Gott wird uns dieselbe Prüfung wiedergeben, bis wir sie bestehen. Und so lesen wir hier in Johannes Kapitel 6, die Verse 5 und 6. Es ging hier darum, dass er sich auf einen Berg setzte und dass viele Menschen ihm nachgefolgt waren. Und erhob Jesus seine Augen auf, Vers 5, und sprach, oder und sieht vielmehr, dass viel Volk zu ihm kommt, und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das waren hier 5000. Und er fragt jetzt den Philippus, wir nehmen jetzt das Brot her, um die zu speisen. Aber schauen Sie, Vers 6, das sagt er aber, um ihn zu prüfen. Denn er wusste wohl, was er tun wollte. Aber der Philippus, der wusste das nicht. Und er hat dummerweise dann auch die Prüfung nicht bestanden. Er hatte den Glauben noch nicht, dass Jesus das tun könnte, Brot für die Menschen hier erschaffen würde. Aber Philippus später kam, als er bekehrt wurde, zum Glauben. Und sein Glaube hat dann auch, wie es so schön heißt, Wunder bewirkt und Berge versetzt. Aber hier sehen wir, dass Gott den Philippus, oder vielmehr Christus hier, den Philippus geprüft hat.
Gott hat auch im Alten Testament das gesamte Volk Israel geprüft, auf die Probe gestellt, in 2. Mose Kapitel 16. 2. Mose Kapitel 16 und in Vers 4. Nun, wir sind manchmal geneigt, ein bisschen sehr geringschätzig über das alte Volk Israel zu denken, nachdem so viele Wunder dort geschehen waren, und dann haben die nach wie vor an Glauben gemangelt. Aber versetzen wir uns mal in ihre Lage und fragen wir uns, hätten wir so ganz anders gehandelt? Schauen wir, 2. Mose 16, Vers 4. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, und das Volk soll hinausgehen und täglich sammeln, was es für den Tag bedarf, dass ich es prüfe. Hier wird richtig prüfe übersetzt, das gleiche Wort, was Luther manchmal fälschlicherweise mit Versuche übersetzt hat, dass ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandle oder nicht. Und er wollte natürlich, dass das Volk Israel in seinem Gesetz wandelte. Um was geht es hier? Nun, es geht um den Sabbat. Gott hat 6 Tage lang den Menschen das Essen gegeben, das Manna gegeben. Am Freitag hat er ihm die doppelte Funktion, die doppelte Ration gegeben, denn die sollten am Samstag nicht ausgehen, um dort dann das Brot zu sammeln. Aber einige taten es doch. Und Gott wurde dann sehr zornig über sie und sagte: Ja, wie lange wollt ihr mein Gesetz übertreten? Gott prüfte das Volk Israel, um zu sehen, ob sie willens waren, den Sabbat zu halten. Und viele waren es in diesem Zusammenhang, in diesem Augenblick, aber einige waren es eben nicht. Wir lesen auch in 5. Buch Mose Kapitel 13, dass uns Gott manchmal auf sehr interessante Weise prüft. 5. Mose Kapitel 13 und lesen wir angefangen in Vers 2. 5. Mose Kapitel 13 und angefangen in Vers 2. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und ihr ein Zeichen oder Wunder ankündigt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat. Also hier kommt jemand, der sogar ein Zeichen wirkt, ein Wunder vollbringt. Ein Träumer, ein Prophet, ein Prediger, ein Geistlicher. Aber er spricht: Lass uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen. Vers 4. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Also obwohl dir ein Wunder gebracht hat, ist er kein Prophet, der von Gott kommt. Es heißt nämlich, denn der Herr, euer Gott, versucht euch. Falsch. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, stellt euch auf die Probe, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Wir lesen im Buch der Offenbarung, dass viele einem falschen Propheten folgen werden, der Wunder wirken wird, der sogar Feuer vom Himmel herabholen wird. Und die Menschen werden dem folgen und werden dadurch Gott verleugnen. Die meisten Menschen werden dem folgen. Aber Gott lässt dies zu. Er stellt uns, die wir von seinem Geist erleuchtet sind, auf die Probe, um zu sehen, ob wir ihn wirklich von ganzem Herzen lieben. Und die Liebe Gottes ist, dass wir seine Gebote halten. Oder ob wir einem solchen falschen Propheten nachfolgen, einem solchen falschen Prediger, der uns sagt: Ja, ihr könnt das ruhig tun, aber ihr könnt dann auch anderen Göttern folgen. Das ist dann in Ordnung und ich habe die Macht dazu, euch das zu sagen, weil ich bewirke ja Wunder und Zeichen. Nein, Gott lässt es zu, um zu sehen, ob wir ihn wirklich von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieben. Und er hat dies damals auch getan. Im Buch Richter lesen wir, dass er Völker benutzt hat, heidnische Völker, um die Israeliten auf die Probe zu stellen, um zu sehen, ob sie ihn wirklich von ganzem Herzen liebten oder nicht. Richter Kapitel 2, die Verse, oder fangen wir in Vers 20 an, denn hier war wiederum Israel auf einem falschen Weg. Die haben also dann wiederum andere Götter angebetet, haben Gott verlassen. Vers 20 in Richter 2, darum entbrannte der Zorn des Herrn über Israel und er sprach: Weil dies Volk meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe, und gehorcht meiner Stimme nicht, so will ich auch in Fort die Völker nicht vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb, damit ich Israel durch sie prüfe. Durch sie, durch diese Völker, durch diese heidnischen Nationen würde Gott sie prüfen, ob sie auf dem Wege des Herrn bleiben und darauf wandeln, wie ihre Väter geblieben sind, oder nicht. Also hier, manchmal werden wir geprüft dadurch, dass andere Menschen zu uns kommen und uns versuchen wollen,
zu sündigen. Und es liegt dann an uns, wie wir uns entscheiden. Und Gott lässt es zu. Er will, dass wir nicht sündigen. Aber er lässt es zu. Es ist eine Prüfung für uns. Warum lässt Gott eine solche Prüfung zu? Nun, in 5. Buch Mose, Kapitel 8, lesen wir Vers 16. 5. Mose, Kapitel 8 und Vers 16. Er sagt, Gott speiste dich mit Manna in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und, das heißt hier wieder versuchte, besser, auf dass er dich demütigte und auf die Probe stellte. Warum? Damit er dir hernach wohltäte. Darauf kommt es an. Gott lässt uns Prüfungen durchmachen, weil er uns wohltun will. Er will, dass wir erkennen, wer und was wir sind, sodass er uns wohltun kann. Wenn wir Sünde haben, dass wir die bereuen, dass die vergeben werden kann, dass die weggewischt werden kann aus unserem Leben. Dass wir eben nicht mehr den Weg der Sünde gehen. In 2. Buch Mose Kapitel 20 sagt uns Gott wiederum, warum er Prüfungen über uns kommen lässt. 2. Mose Kapitel 20 und Vers 20. 2. Mose 20 und Vers 20. Mose sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, euch zu, wiederum versuchen, falsch, euch zu prüfen, euch auf die Probe zu stellen, damit ihr es vor Augen habt, wie er zu fürchten sei und ihr nicht sündigt. Schauen Sie, das ist der Grund, warum Gott uns prüft, damit wir nicht sündigen. Satan kommt, uns zu versuchen, sodass wir sündigen. Das ist der Unterschied. Gott lässt Prüfungen zu, damit wir eben nicht sündigen. Und wenn wir dies verstehen, dann verstehen wir auch, warum uns Jakobus sagt, im 1. Kapitel, dass wir sogar Prüfungen gegenüber positiv gegenüberstehen sollen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Wenn wir verstehen, dass Gott uns Prüfungen schickt, damit wir uns bewähren, sodass wir eben nicht sündigen, sodass uns Gott nachher wohltun kann, dann ist auch klar, warum Jakobus uns sagt in Kapitel 1, die Verse 2 und 3, meine lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen oder besser Prüfungen fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Also Geduld ist ein Produkt von Glauben, der bewährt ist, der sich in Prüfungen bewährt. Wie ja auch Abraham durch seinen Glauben sich in der Prüfung, als er aufgefordert wurde, Isaak zu opfern, bewährt hat. Und das wirkt dann Geduld und dann wird noch mehr gesagt, was dann die Konsequenz einer solchen Prüfung ist. In Vers 12 heißt es, selig ist der Mann, also gesegnet ist der Mann, glücklich ist der Mann, der die Anfechtung, der die Prüfung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Also hier wiederum ist die Prüfung dazu da, dass wir Gott mehr und mehr lieben, der uns lieb hat und der uns die Krone des Lebens angeboten hat. Aber er will natürlich, dass wir uns bewähren in unserem Leben. Und so lesen wir in 1. Petrus, Kapitel 1, die Verse 6 und 7. 1. Petrus, Kapitel 1 und die Verse 6 und 7. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde, als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Also es geht alles darauf hinaus, dass wir durch Prüfungen zu einem wahren, bewährten, geläuterten Glauben kommen, der als untadelig erfunden wird, wenn Christus zurückkehrt. Darum gibt es die Prüfungen.
Wie gesagt, wir können Gott nicht versuchen und Gott versucht uns nicht, aber Gott prüft uns, weil er will, dass wir nicht sündigen. Und es gibt viele Beispiele, die ich jetzt hier nicht alle aufführen will, wo Menschen nicht nur von Gott geprüft wurden, sondern wo Menschen sogar in Anführungszeichen Gott versucht haben. Nun, das ist eine schlechte Übersetzung, weil wir ja wissen, Gott nicht versucht werden kann. Aber die Menschen haben ihn in einer Weise auf die Probe gestellt, dass sie gezeigt haben, dass sie wirklich keinen Glauben hatten, dass Gott ihnen überhaupt helfen könnte. Oder weil sie ihn dazu zwingen wollten, ihren Willen durchzuführen. Christus hat zu Gott, dem Vater, gebetet und gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber viele Menschen haben das eben anders gesehen. Hebräer Kapitel 3. Hebräer Kapitel 3, die Verse 8 und 9. Hebräer Kapitel 3 und die Verse 8 und 9. Paulus sagt hier, verstockt eure Herzen nicht. Verstockt eure Herzen nicht, wenn ihr Gottes Stimme hört. Und Gottes Stimme kann man heute auf vielerlei Art und Weise hören. Man kann sich dadurch hören, dass man die Bibel liest und hier eine Ermahnung von Gott erkennt. Man kann sie dadurch hören, dass man eine Predigt hört von einem wahren geistlichen Gottes, der die Bibel vorliest oder interpretiert. Und natürlich wird die Bibel nur durch die Bibel interpretiert. Wie auch immer. Paulus sagt, verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Mit anderen Worten, besser übersetzt würde es hier heißen, verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Prüfung am Tage der, oder wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Prüfung in der Wüste, als mich eure Väter auf die Probe stellten. Denn Gott kann ja nicht versucht werden. Als mich eure Väter auf die Probe stellten und prüften oder testeten und hatten doch meine Werke gesehen 40 Jahre lang. Was ist hier gemeint? Es ist gemeint, dass sie nicht den Glauben hatten, dass Gott in der Lage war, ihnen zu helfen. Und sie haben insoweit ihn auf die Probe gestellt und gesagt, ja, du bist ja gar nicht mit uns. Oder aber, wenn du mit uns bist, dann zeige uns, wie du uns jetzt hilfst. Und schauen wir uns an, was in Psalm 78 geschah. Psalm 78 und Vers 41. Psalm 78 und Vers 41. Denn hier wird genau das beschrieben, von dem hier Paulus im Hebräerbrief gesprochen hat. Psalm 78 und Vers 41. Sie versuchten Gott immer wieder. Oder sie stellten Gott immer wieder auf die Probe. Und kränkten den Heiligen Israels. Sie dachten nicht an die Taten seiner Hand, an den Tag, als er sie erlöste von den Feinden. Gott hatte diese vielen Wunder bewirkt. Und sie hätten es besser wissen sollen. Aber sie haben immer wieder vergessen, was Gott schon in ihrem Leben getan hatte. Und sie haben ihn immer wieder auf die Probe gestellt. Im Englischen heißt es hier sehr schön übersetzt, sie haben sogar seine Kraft nicht anerkannt. Sie haben die Auffassung vertreten, dass Gott ihnen nicht helfen könnte. Und das ist eine Art und Weise, wie wir ihn jetzt in Anführungszeichen versuchen, obwohl das eine schlechte Übersetzung ist, wie wir ihn auf die Probe stellen können, indem wir einfach nicht glauben, dass Gott in unserem Leben wirkt. Und weil wir meinen, dass Gott vielleicht gar nicht mit uns ist, vor allen Dingen, wenn wir durch Prüfungen gehen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Wir hatten ja gelesen, Gott hat sie auf die Probe gestellt, indem er ihnen zunächst einmal kein Wasser gab, um zu sehen, wie sie auf eine solche Probe reagieren würden. Die meisten reagieren natürlich in der total falschen Weise darauf und sagen, ach, Gott ist nicht mit uns. Oder Gott hat uns verlassen. Oder es gibt vielleicht gar keinen Gott. Oder vielleicht war das alles nur Betrug und wir haben uns alles etwas vorgemacht. Schauen wir uns Psalm 78 an. Psalm 78 und die Verse 18 und 19. Psalm 78, die Verse 18 und 19. Und hier wird ganz deutlich, wie sie Gott auf die Probe stellten. In Vers 17 angefangen, dennoch sündigten sie weiter wider mich oder wider ihn, empörten sich in der Wüste gegen den Höchsten, versuchten Gott, oder besser stellten Gott auf die Probe,
in ihrem Herzen, als sie Speise forderten für ihre Gelüste. Hier kommen wieder die Gelüste zum Tragen, die uns zur Sünde versuchen. Und redeten wieder Gott und sprachen, kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Siehe, er hat wohl den Felsen geschlagen und das Wasser strömten und Bäche sich ergossen. Kann er aber auch Brot geben und seinem Volk Fleisch verschaffen? Und als das der Herr hörte, da entbrannte er im Grimm. Und Feuer brach aus in Jakob und Zorn kam über Israel, weil sie, Vers 22, nicht glaubten an Gott und nicht hofften auf seine Hilfe. Schauen Sie, so haben sie Gott auf die Probe gestellt in der Weise, dass sie eben zweifelten, dass Gott wirklich ihnen helfen könnte. Und Gott war sehr erbost darüber. Und er hat sie sehr dafür bestraft. Fragen wir uns, wenn wir in einer Situation stecken, die vielleicht sogar aussichtslos zu sein scheint, wie reagieren wir? Machen wir den gleichen Fehler, den hier die Israeliten begangen haben. In 2. Buch Mose Kapitel 17 lesen wir Vers 7. 2. Mose 17 und Vers 7. Es ging sogar so weit, dass die Israeliten sich die Frage stellten, ob Gott überhaupt unter ihnen war. Gott hatte sie aus Israel oder vielmehr aus Ägypten herausgeführt, aus der ägyptischen Sklaverei. Hatte Wunder nach Wunder getan. Und hier schauen wir an, was geschieht, weil sie jetzt dieses Problem hatten und nicht so recht wussten, wie sie mit dem Problem umgehen sollten. Vers 7 in 2. Mose 17. Da nannte er den Ort Massa und Meribah, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht oder auf die Probe gestellt hatten und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Und so lesen wir hier wiederum, alles dies ist ja für unser Beispiel geschrieben, dass auch wir davor gewarnt werden, eine solche Auffassung zu vertreten, dass wenn wir manchmal Schwierigkeiten haben, uns dann sagen, ja, ist Gott wirklich in unserem Leben? Ist er wirklich mit uns? Oder ist er nicht mit uns? Und war alles das, was wir bislang geglaubt haben, was wir bislang getan haben, war das alles nur Betrug? War das ein Irrtum? Eine Warnung, die wir alle sehr zu Herzen nehmen sollten. Schauen wir uns nur Matthäus Kapitel 4 noch einmal an. Und Vers 7. Die Stelle, wo Satan in der Tat Christus versuchte. Er versuchte Christus, weil Christus ein Mensch war. Nun, Gott kann nicht versucht werden. Aber wir wissen, war Christus völlig Mensch und konnte natürlich als solcher in der Tat versucht werden vom Teufel. Und so lesen wir in Matthäus Kapitel 4 und Vers 7 noch einmal. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Nun, da es hier um Gott geht, ist die Übersetzung verkehrt. Es geht nicht darum, dass man nicht den Herrn, unseren Gott, versuchen soll, weil Gott ja nicht versucht werden kann. Hier geht es darum, ihr sollt Gott nicht auf eine Probe stellen, die ihm unseren Willen aufzwingen würde. Darum geht es hier. Denn Satan hat ja gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann stoß dich doch hier herunter von diesem Berg oder von der Zinne des Tempels und dann wird Gott schon kommen und dir helfen und die Engel werden dich auf Füßen, auf Händen tragen und dir wird nichts geschehen. Und Christus wusste, dass dies eine Aktion gewesen wäre, um dann seinen Willen, dem Willen Gottes aufzudrängen. Und das ist genau das, was wir niemals tun dürfen. Lesen wir in 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 9. Und das ist leichter gesagt als getan. Vor allen Dingen, wenn wir uns schon bereits zu gewissen Dingen entschlossen haben. Wir wollen das unbedingt tun. Und wie machen wir das jetzt, dass eben Gott damit einverstanden ist? Ach ja, dann sagen wir halt Gott, so musst du das eben auch uns dann zugestehen. Ist leichter gesagt als getan. Ist sehr leicht, dies zu tun. In 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 9. Auch hier wiederum ein Beispiel aus dem Alten Testament. Da sagt er, lasst uns auch nicht Christus versuchen. Aber hier geht es um Christus im Alten Testament, dem Gott des Alten Testamentes. Also hier sollte es heißen, lasst uns auch nicht Christus auf die Probe stellen. Wie einige von ihnen ihn auf die Probe stellten und wurden von den Schlangen umgebracht. Was hatten sie damals getan? Nun, sie hatten Hurerei getrieben, gemeint, dass sie das tun könnten im Angesicht Gottes und er würde sich nicht darum kümmern. Und sie hatten es auch dadurch getan, dass sie natürlich ihn auch wieder in dem Sinne auf die Probe stellten, dass sie sagten, ja, ist Gott wirklich unter uns und ist er wirklich bereit, uns Fleisch zu geben und Wasser. Wir sollen also in keinster Weise Gott in diesem Sinne
auf die Probe stellen, vielleicht in dem Sinne, dass wir uns fragen, ob Gottes Sinn und Zweck für uns wirklich der richtige ist. Im 4. Buch Mose, Kapitel 21, lesen wir die Verse 4 bis 6. Hier wird diese Szene näher beschrieben, auf die hier Paulus im 1. Korintherbrief eingegangen ist. 4. Buch Mose 21, die Verse 4 bis 6. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege. Vers 5. Und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? War das der Grund, warum Gott sie aus Ägypten geführt hatte, dass sie in der Wüste sterben würden? Ist das der Grund, warum Gott uns heute aus dem geistlichen Ägypten herausgeführt hat, dem Ägypten der Sünde, sodass er uns umbringen will auf dem Weg hin zum Reich Gottes? Es heißt hier, denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Und da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Schauen Sie, diese Reaktion Gottes zeigt, wie sehr ernst ihm das ist, wenn er uns aus dieser Welt herausgerufen hat, wenn er uns das Wahre, die Wahrheit gezeigt hat. Und wenn wir dann auf eine solche Weise reagieren, da ist Gott sehr empfindlich. Und die haben das auch verstanden, Vers 7, da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Aber vorher waren zunächst einmal viele umgekommen, aufgrund ihres Zweifels, ihres Murrens, ihrer Idee, dass sie eben nicht so leben wollten, wie Gott es vorgesehen hatte. Wir lesen auch eine interessante Stelle in der Apostelgeschichte. Auch das ist wichtig für uns heute zu verstehen, denn die Pharisäer hatten damals viele Regeln aufgestellt für die Juden, die aber zu einer Last geworden waren. Die hatten zum Beispiel Sabbatregeln aufgestellt und gesagt, das darf man am Sabbat tun, das darf man nicht tun. Das meiste war, was man eben nicht tun durfte. Und Christus kam und sagte, ihr habt aus dem Sabbat ein Joch gemacht. Es ist keine Lust mehr, es ist eine Last. Und der Sabbat ist für den Menschen erschaffen worden, nicht der Mensch für den Sabbat. Und die Pharisäer waren sehr gut darin, irgendwelche Regulierungen aufzustellen, die gar nicht aus der Bibel stammten. Und Petrus geht darauf ein, im 15. Kapitel, in Apostelgeschichte 15, denn hier kamen wieder einige, in Vers 1, und die kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, nach der Ordnung des Mose, so könnt ihr nicht gerettet werden, so könnt ihr nicht selig werden, so könnt ihr nicht das Heil erlangen. Nur das war total verkehrt. Beschneidung hatte nie etwas zu tun mit der Erlangung des Heils. Aber die haben das so gelehrt. Man muss sich beschneiden lassen, physisch, um überhaupt gerettet werden zu können. Nun, Gott hat sehr große Wunder bewirkt. Er hat also den Petrus diese Vision sehen lassen, wo der dieses Tuch sah mit diesen vielen unreinen Tieren, um Petrus zu zeigen, nicht, dass die auf einmal jetzt reine oder alle unreinen Tiere essen könnten, sondern um ihm zu zeigen, dass kein Mensch gemein war oder unrein. Dass jeder Zutritt hat zum Reich Gottes, dass jeder Zutritt hat zur Kirche Gottes, wenn er von Gott berufen ist, ob er beschnitten ist oder nicht. Aber die kamen jetzt wieder rum und sagten, nein, die müssen sich physisch beschneiden lassen. Schauen wir die Reaktion von Petrus, der ja nun diese Vision empfangen hatte, der genau wusste, worum es hier ging, in Vers 10. Warum versucht ihr denn nun Gott? Oder warum stellt ihr ihn jetzt dadurch auf die Probe, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt oder legen wollt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Also er hat klar gemacht, dass die Traditionen der Ältesten, diese pharisäischen Ideen, zu einem Joch geworden waren. Und wenn wir heute nicht aufpassen, können wir das auch tun, indem wir Regeln aufstellen, die nicht aus der Bibel stammen und dadurch zu einem Joch werden lassen. Und wir müssen sehr aufpassen, dass wir das nicht tun. Und wir in der Kirche Gottes sind bemüht, das zu lehren, was die Bibel lehrt. Nicht darüber hinauszugehen, was die Bibel lehrt, nicht von dem wegzunehmen, was die Bibel lehrt, aber nicht menschliche Traditionen hineinzubringen. Christus hat gesagt, erhebt die Gesetze Gottes auf, dadurch, dass ihr eure eigenen menschlichen Traditionen halten wollt. Und Petrus sagt hier, das wurde zu einem Joch. Und wir müssen aufpassen, dass wir dies eben nicht tun. Zusammengefasst, wenn wir also Gott heute im Gebet bitten, dass er uns nicht
in schwere Prüfungen führen soll, die wir nicht ertragen können, dann müssen wir auch klar uns darüber werden, dass es keine Prüfung gibt, wenn wir wirklich Gott angehören. Keine Prüfung, die zu schwer für uns ist. Es wird deutlich gesagt in der Bibel, dass Gott bei jeder Prüfung, sogar auch bei einer Versuchung, die er zulässt durch Satan, dass er uns den Weg zeigen wird, mit dieser Prüfung fertig zu werden. Es hat, wie Paulus sagt, euch noch keine Versuchung, keine Prüfung ereilt, als die, die menschlich ist. Aber Gott wird uns den Weg zeigen, aus dieser Prüfung herauszukommen, diese Prüfung zu bestehen oder der Versuchung zu entgegnen. Aber wir müssen natürlich diesen Weg suchen und finden. Von uns aus alleine können wir das nicht. Und wir müssen also Gott bitten. Und darum geht es hier, wenn Christus uns sagt, dass wir zum Vater beten sollen. Wir sollen zum Vater beten, dass er uns nicht in eine Situation hineingeraten lässt, die uns zur Sünde bringt. Und wir sollen auch bitten, dass er uns natürlich nicht eine Prüfung schickt, die uns scheinbar zu schwer ist. Obwohl sie es wirklich in Wirklichkeit gar nicht wäre, aber die uns scheinbar zu schwer ist, sodass wir dann entmutigt werden. Aber wir sollen niemals einer Prüfung entgehen wollen, denn wir sollten verstehen, dass wenn wir Prüfungen haben in diesem Leben, die dazu dienen, dass wir uns bewähren vor Gott und dass wir Eingang finden in sein Reich. Machen wir nie den Fehler, wie das die Israeliten im Alten Testament getan haben, dass wir zweifeln an dem, was Gott in unserem Leben tut und dass wir sagen, ja, Gott ist ja gar nicht stark genug, uns aus einer solchen Prüfung zu erretten, zu helfen, oder dass wir versuchen wollen, ihm unseren Willen aufzuzwingen. Denn das wäre genau das, was eben Gott nicht will. Und wenn wir die Wahrheit Gottes erkannt haben, wenn wir erkannt haben, wie schwer und wie stark und wie intensiv bereits Gott in unserem Leben gewirkt hat, dann sollten wir niemals meinen, dass wir jetzt Gott dadurch prüfen sollten, um zu sehen, ob er wirklich in unserem Leben wirkt.